Willkommen zurück und heute geht's weiter mit dem lieben Trapper, den wir jetzt auch an erster Stelle gestellt haben. Man kann nämlich die Präferenz einstellen und jetzt wollen wir mal den Trapper testen. Ja. Nö. Kriegen wir hin. Wir können ja immer noch unsere Rule aussuchen, die wir spielen wollen. Wir als Trapper haben mit die wichtigste Aufgabe, denn wir sind dazu da, das Monster in einem bestimmten Bereich zu halten. Das Monster ist ziemlich schnell und schneller als wir. Es kann nämlich überall hochklettern. Und das können wir nicht. Wir haben nur unser Jetpack und es ist ja relativ begrenzt. Wir haben eine mobile Arena dabei, mit der die können wir dann halt einfach werfen. Ne? Und dann ist das, die haben wir ja auch schon im ersten Video gesehen. Wer das nicht kennt, der kann ja jetzt hier irgendwo vielleicht mal. Das ist, glaube ich, aber auch in der Videobeschreibung. Wir können auf jeden Fall. Guck dich mal an, der ist einer Level 9. Wir können auf jeden Fall halt diese Barriere werfen. Wir haben eine schnell schießende Waffe. Ich glaube, das ist ein normales Maschinengewehr. So eine kleine Maschinengewehr einfach. Dann haben wir halt immer so Daisy und so einen Hund oder sowas, was auch immer sein soll, mit dem wir das Monster aufspielen können. Und wir haben noch eine zweite Waffe, mit der können wir so kleine Kanonen planten, die so Enterhaken schießen. Ja, und damit kann man das Monster halt ziemlich gut fesseln, wenn man es an der richtigen Stelle hat. Wichtig wird das besonders, wenn das Monster wie in dem letzten Video Stage 3 erreicht und die Power Core angreift. Dann kann man das nämlich kurz vor dem Power Core nämlich auch fesseln und so ordentlich im Beschuss nehmen, sodass der liebe Assault mit seiner Fusionskanone da ordentlich draufhalten kann und dran gehen kann. Das Monster kann sich dann nicht wirklich gut bewegen, es kann aber diese Enterhaken kaputt machen. Das heißt, es ist entweder nur für ein sehr dummes Monster oder für eine zeitweise Lösung. So, wir sind Magi, Customize, immer noch hier das da, ne? Default, Select. Wir haben einmal den Increased Jump High und einmal den Cycle Between Items, 10% faster. Ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt mal höher springen. Wichtig für uns wird der hier. Jetzt können wir leider schon wieder nicht sehen, gegen welches Monster wir kämpfen werden. Wir müssen auf jeden Fall aufpassen, denn wir sind in der feindlichen Umgebung unterwegs. Es gibt da dieses Monster, was aus dem Boden kam und uns festgehalten hat, letzte Folge. Und anscheinend gibt es auch Tyranite, bla bla bla, irgendwelche Monster, die im Wasser leben. Und ja. When you bought Daisy, what did you think you'd be using her for? Not this. That's what I figured. In fact, it was a rough colony. Violent. Once I had Ruva here, no one wanted to mess with me. It's sort of nice. She probably would have spent her life barking at people. Now she gets to hunt, really be part of a pack. Guck mal, man geht halt immer so schön in den Kopf rein. So, mal schön Klappe auf. Und einmal ganz kurz mit dem Base Jump, mit dem Titanfall beginnen. Nein, natürlich nicht. So, wir haben mal die Karte aufgemacht. Wir müssen gucken, wo Daisy ist. Daisy, los, such Daisy. Wir laufen Daisy direkt hinterher. Die meisten folgen dem Trapper immer, weil der Trapper folgt einfach Daisy. Wir versuchen relativ schnell die Spur des Monsters aufzufinden. Daisy sucht da jetzt den Weg und jagt da sozusagen die beiden Viecher vor uns, ja. Ich glaube, die greifen uns auch gar nicht an. Die sind eher friedlich, um drauf zu schießen. Los, Daisy. Was ist los? Mir gefällt das nicht, dass wir nicht wissen, welches Monster wir suchen. Oder was für ein Monster. Das gefällt mir ganz und gar nicht hier. Bitte aufpassen. Das ist nämlich so ein Viech, das ist eben so schön. Ah, da hoch ist es.
Good girl, ja. Very good, ja. Daisy, wohin läufst du? Was, ja, was schießen die denn da ab? Wo ist das? Hab ich's gekriegt? Ich hoffe mal schon. Ah, fuck, wir müssen die removen. Haben wir nicht bekommen. Monster escaped. Aber es ist schon in Stufe 2, das ist relativ scheiße. Oh. Los, los, los. Wo? Wo, Daisy? Wo? Wo ist es denn? Ich sehe das nicht. Er ist da drin. Daisy, wo bist du? Albino hier. Los. Habe ich das jetzt geworfen? Habe ich das jetzt mal geworfen? Nein, jetzt hier schön schnell die Traps ausfahren. Okay, wir sind zwar jetzt tot, aber wir sollten das Monster relativ gut gehalten haben. Jetzt wird mir einer mal helfen. Danke. Wo ist das Drecksmonster hin? Ich hatte es gefangen. Naja. Daisy, such! Hat die jetzt gerade einfach weggecheckt? Daisy, das ist so cool. Habe ich eigentlich schon mit der Waffe geschossen? So schießt die. Die lädt schön nach, finde ich. Los, Daisy, such! Los, Daisy! Daisy, such! Such! Ist ja gut, Daisy. Such! Ist das dein Ernst, Daisy? Tracken, das ist erstmal schön. Wir gehen mal hier schön hoch. Arena!
Nee. Das Viechchen, ich sehe das nicht. Wenn wir das so lange da festgehalten kriegen, dass meine Arena wieder oben ist, das ist ziemlich geil. Warum bleibt es da oben einfach stehen? Dein Ernst? Perfekt, Leute, das war eine perfekte Runde. Auch wenn ich nicht verstehe, warum das Dingsmonster stehen geblieben ist. Es hat sich ja richtig fangen lassen. Ich meine, wir waren noch inkompetent und sind erstmal eine Zeit lang davor rumgelaufen. Trotz allem finde ich das ziemlich blöd. So. Oh, sind wir schon bei Stufe 3? Ja, sehr gut. Griffin, aha. Verstehe nicht, warum der Global Average gerade 0 ist. Naja, egal. Wir sehen uns in der nächsten Folge, wenn es dann zum Medic geht, ne? Und bis dahin, Leute, immer locker flockig bleiben. Schaltet wieder ein. Video zur nächsten Folge, wenn ihr irgendwo verlinkt. Tschö.